Herzlich willkommen zum 14. Biertasting hier in Salzburg im Biertasting-Studio. Es ist der 14. Dezember, es ist Donnerstag, das heißt, es ist schon der kleine Freitag. Wir hoffen, dass ihr Lust auf das Bier habt, dass ihr Lust auf ein Tasting habt. Mein Name ist Mareike, vielleicht kennt ihr mich schon, ich bin freie Journalistin, schreibe tatsächlich überwiegend über Bier, bin Craftbeer-Bloggerin der ersten Stunde, mein Blog heißt feinerhopfen.com. Ich bin Biersommelier, sensorische Sachverständige für Bier und Master auf Bier und freue mich jetzt hier zu sein und mit meinen drei tollen Gästen das nächste Bier zu verkosten. Wie gesagt, 14. Dezember, wir haben tatsächlich schon Halbzeit. Ist eigentlich schon ein bisschen traurig, oder? Dass es schon bald vorbei ist. Da haben wir noch ein paar. Ein paar gibt es noch, das stimmt. Zu meiner Rechten auf jeden Fall Pascal, zu meiner Linken Chrissy und Mara. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt Lust, dass wir jetzt das nächste Bier verkosten und ja, uns mal überraschen lassen, was im Kalender drin ist. Und jetzt sind wir mal gespannt, was uns hier gleich hingestellt wird. Und ihr zu Hause, wenn ihr Lust habt, abonniert gerne den Kanal. Wie gesagt, wir haben ja noch ein paar Tage, noch ein paar Videos und noch ein paar Biere. Und jetzt kommt es auch schon und jetzt sind wir mal gespannt, was uns hier im 14. Türchen erwartet. Darf ich dir das hier rübergeben? Oh, danke schön. Sehr gerne, dann nehme ich das. Super. Pascal, was würdest du sagen? Wie sieht die Optik aus? Wie würdest du es beschreiben? Oh, Dankeschön. Zwei sollst du nicht trinken. Ja, wieder bernsteinfarben, ein bisschen hellerer Ton, aber es geht schon ins bernsteinfarben rein. Ja, ich würde auch fast sagen, es sieht fast aus wie so ein Sonnenuntergang. Ein Sonnenuntergang? Von der Farbe, wenn man es so ein bisschen ins Licht hält. Für mich ist es so ein bisschen gelb-orange vielleicht. Es ist nicht filtriert, es ist naturtrüb. Vielleicht als kleiner Hinweis, dass naturtrübe Biere sind grundsätzlich gerade im Trend. Geht so ein bisschen back to the roots, quasi so retro ist wieder schick, ist wieder in. Und auch naturtrübe Biere haben tatsächlich meist mehr Aroma als filtrierte Biere, was aber überhaupt nicht dramatisch ist, weil jedes Bier ist auf seine Art und Weise was Besonderes. So, dann würde ich sagen, riechen wir mal rein und ich bin gespannt, ob ihr vielleicht schon eine Idee habt, was es für ein Bierstil sein könnte. Habe ich gesagt, dass ich eine Weißbierallergie habe? Hast du? Nein. Und was riecht ihr? Also ich rieche im Moment, glaube ich, ein bisschen die Hefe vorherrschend. Ja, das kann gut sein. So was Würziges, oder? Ja. Mhm. Pascal, was hast du? Du machst es schon richtig, dass du das Glas auch immer so schön um die Nase drehst. Weil egal welchen Sommelier ihr beobachtet, jeder wird immer das Glas so ein bisschen um die Nase drehen. Weil tatsächlich nicht zu jeder Tageszeit jedes Nasenloch gleich riecht. Da könnt ihr auch den Test machen, wenn ihr mal das eine und das andere zuhaltet, werdet ihr sehen, welches gerade stärker riecht. Also ich finde es jetzt sehr fruchtig. Also ja, ich finde auch, dass es so sehr würzig ist. Es hat so eine leichte fruchtige Note, was schon wieder auch ein bisschen so in diese Bananenrichtung geht. Aber eher so vielleicht an so eine gebackene Banane, so ein bisschen karamellig auch. Und dann würde ich sagen, Prost, probieren wir mal den ersten Schluck, Prost. Oder? Schauen wir mal. Mhm. Was findet ihr in dem Bier? Ich finde es halt wenig Schaum. Was hat's? Wenig Schaum. Wenig Schaum, ja, das stimmt. Ich finde es prickelnd ein bisschen. Mhm. Also es hat eine schöne Kohlensäure, die eigentlich schön harmonisch eingebunden ist. Hat einen erfrischenden Charakter und im Geschmack. Ich finde es sehr fruchtig, also im Bereich ein dezenter Malzkörper, aber ja, die Fruchtigkeit steht im Vordergrund hier. Leicht fruchtig, erfrischend. Also ich finde, dass eigentlich genau das im Geschmack widerspiegelt, was man schon in der Nase hatte. Also die Erwartung wird eigentlich getroffen. Aber ihr seid ja auch hier, um das Bier quasi zu bewerten. Ich bitte euch, eure Schildchen rauszuholen und dem Bier quasi eine Note zu geben. 5 ist das Beste, 2 ist das, wo ihr sagt, okay, das Bier, vielleicht trinke ich das aus, aber wird jetzt kein zweites bestellen. Was würdet ihr dem Bier geben? Eine 3 und eine 5. Okay, Mara, warum gibst du eine 5? Weil es mir richtig gut geschmeckt hat. Ja. Ich fand es richtig, also es hat mehr Geschmack als das Bier davor. Alles klar, sehr gut. Und warum habt ihr nur 3 gegeben? Weil es mir ein bisschen zu hefig eben war, auch schon vom Geruch. Ja. Und ja, war einfach nicht so der Hit. Nein, war, würde ich jetzt austrinken, aber kein zweites. Aber trotzdem hat es gut geschmeckt. Das ist doch schon mal gut, sehr gut. Pascal, was ist deine finale Wertung? Was sagst du? Also angenehm zu trinken war es schon, aber der Bierstil bei spricht mich einfach, der überzeugt mich einfach. Also bist du der Meinung, dass es ein Weißbier ist? Ich bin, gehe vom Weißbier aus, ja. Alles klar. Mara, möchtest du den Kalender aufmachen? Wollen wir mal ins Türchen 14 gucken? Sehr gut. Schauen wir mal, was uns erwartet.
Aha. So, wir haben tatsächlich ein Weißbier, ein Weizenhell von Römerbräu. Österreichische Brauerei, klar, es liegt hier, glaube ich, so ein bisschen nordöstlich von Salzburg tatsächlich. In Ort weiß ich nicht genau, muss ich gleich nochmal nachgucken. Oberhof am Irrsee, genau. Und das Spannende eigentlich an Römerbräu ist, dass es noch eine relativ junge Brauerei ist. Wurde 2014 gegründet und hat sich auch auf Bierspezialitäten spezialisiert. Und eigentlich würde ich auch sagen, Geschmack ist verschieden. Für mich ist es ein sehr, sehr schönes Bier und ich würde tatsächlich ein zweites davon trinken. Und ja, weil ihr das hier so schön gemacht habt, kriegt ihr jetzt noch eine kleine Überraschung von mir. Und zwar gibt es nämlich ein Official Beer Taster Button, den ihr an eure Jacke, an euren Rucksack, Tasche oder sonst was hinpinnen könnt und quasi zeigen könnt, dass ihr jetzt Official Beer Taster seid. Und ihr zu Hause hoffentlich auch. Ich hoffe, ihr habt schön mitgemacht, euch hat das Bier gefallen. Wir sind gespannt, wie die Wertung ausfällt und wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Und schon mal, wie gesagt, es ist ja der kleine Freitag. Schönes Wochenende. Cheers. Cheers.